So, wir fangen an mit diesem Algorithmus, der da so aussieht. Wenn ihr was nicht lesen könnt, weil es zu klein ist, einfach sagen, dann kann ich das Ganze vergrößern. Und zwar geht es um diese, sagen wir mal, 20 Codezeilen. Das soll aus einer IP-Adresse oder für eine IP-Adresse soll eine Prüfziffer berechnet werden. Ja. Ich habe mal hier ein paar Wikipedia-Links hinzugefügt zum Thema Prüfsumme und das in IP-Paketen ist ja auch immer so eine Checksumme mit drin, dass man prüft, ist das Datenpaket noch valide. Und das ist eigentlich so der Use Case hinten dran. Und der Code ist relativ kurz, wie man hier sieht. Ich kann es jetzt im Prinzip so komplett darstellen. Das ist der Code. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, ob das gut ist oder nicht. Und ich habe da was vorbereitet. Generell ist es ja so, wenn man Code refactoren soll, muss man natürlich erstmal verstehen, was der bestehende Code macht. Das ist leider auch nicht immer möglich, da kommen wir dann aber separat noch dazu. Ich will jetzt nur mal Schritt für Schritt mit euch durchgehen, was macht denn der bestehende Code? Zunächst einmal kriegt man ja die IP-Adresse als String hereingereicht. Und in dem Fall muss man erstmal gucken, dass man überhaupt an die Zahlendarstellung von der IP-Adresse kommt. In dem Fall muss ich ja nur den Punkt austauschen. Also wie wir hier sehen, so eine IP-Adresse wäre beispielsweise aus dem Klasse C-Netz, diese 192, 168, 115.1. Das würde ich als String hereinbekommen. Und jetzt möchte ich quasi einfach die Punkte entfernen, das Ganze in eine Zahl wandeln. Und für diese Zahl würde ich dann diese Prüfziffer berechnen. So, das heißt, ich gehe als erstes hin, mache diese Konvertierung, dieses Try Pass. Ich denke, das wird es auch in ABAP in irgendeiner Form geben, dass man eben versucht, etwas zu konvertieren. Das String Replace dürfte auch klar sein. Soweit also nichts Kompliziertes. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann schmeiße ich in dem Fall eine Exception. So, und dann der eigentliche Algorithmus, wo dann die Prüfziffer berechnet wird, geht so. Das, also als Ergebnis kriegt man ja diese Zahl raus, die 192, 168, 115,1. Und da gehe ich jetzt her in einer Schleife, iteriere über jede Ziffer dieser Zahl. Iteriere über jede Ziffer dieser Zahl und multipliziere dann abwechselnd die Ziffern 5 und 1. Das sieht man hier, 5 und 1. Summiere das Ganze, gehe wieder zu der nächsten Ziffer, mache wieder den ganzen Spaß, bis ich alle Ziffern durch habe. Und am Schluss nehme ich die Summe und mache Modulo 9. Bei dem Algorithmus muss man sich jetzt nichts denken, diese 5 und 1 und diese 9, die sind einfach sich ausgedacht. Ja, im Prinzip geht es ja bei solchen Funktionen eigentlich nur darum, eine Mehrzahl, also mehrere Ziffern auf eine zu projizieren. Das heißt, rein fachlich gesehen wird da einfach nur eine Ziffer berechnet, die zur Fehleridentifizierung dienen soll. Technisch passiert nichts anderes, wie mehrere Ziffern auf eine projizieren. Und das ist erstmal der Algorithmus an sich. Und jetzt würde mich von euch interessieren, was meint ihr zu diesem Algorithmus? Haltet ihr den für gut? Haltet ihr den für schlecht? Warum haltet ihr ihn für schlecht? Was ist daran gut? Ist der wartbar? Da würde mich jetzt mal so interessieren, was ihr dazu meint. Vielleicht noch die Frage, den Algorithmus, habt ihr das im Großen verstanden? Ist wie gesagt einfach nur Schleifen, dann die Ziffern rausholen, die Ziffern mit einer Zahl multiplizieren, entweder mit 5 oder mit 1 und die Summe wird dann noch der Modulo, also die Restdivision gemacht und das war's. Ja. Das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass der Code auf Deutsch ist. Ja. Das ist sehr ungewohnt. Da vielleicht was dazu. Ich habe da auch schon mehrere Blog-Einträge dazu geschrieben. Die Sprache, in der ich den Code schreibe, ist in der Regel daran angelehnt, wie die Fachabteilung spricht. Also wenn ich mit der Fachabteilung zusammensitze und die Fachabteilung deutschsprachig ist, dann schreibe ich den Domänencode in Deutsch und den Infrastrukturcode in Englisch. Das kann ich aber vollkommen nachvollziehen, wenn sich jemand damit unwohl fühlt, weil eigentlich die gängige Praxis eben Englisch ist. Aber ich bin häufig in technischen Domänen unterwegs, also beispielsweise Edelstahl. Da geht es um so Themen wie Doppelnippel, Anschlussnippel, Flansche. Und da ist es sehr schwierig, mit den Fachabteilungen zu kommunizieren, wenn der Entwickler
alles auf Englisch schreibt. Vor allem muss man dann erstmal die englischen Begriffe für sowas finden. Das ist relativ schwierig. Daher kommt das Ganze. Das kommt eigentlich aus Domain-Driven Design. Da schauen wir uns nachher auch noch eine Kleinigkeit zu an. Aber ja, dann das stimmt, das ist jetzt erstmal auf Deutsch geschrieben, genau. Aber das ist ja jetzt so unabhängig, ob ich Deutsch oder Englisch schreibe, ob der Code wartbar ist oder nicht, ne? Ja, es ist doch ein Argument, weil wenn der nächste Entwickler eben kein deutschsprachiger ist, dann ist es nicht komplett nicht wartbar. Ja, allerdings muss er die, also in dem Fall ist ja nur ein Algorithmus, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du aber mit Fachabteilungen zu tun hast, die ohnehin nur Deutsch sprechen, dann wird er die deutschen Begriffe lernen müssen, da kommt er ja gar nicht drum rum. Aber SAP hat natürlich, sagen wir mal, ist sehr groß und hat natürlich auch mehrsprachige Kunden. Da kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man sagt, man schreibt alles auf Englisch. Bei mir ist es eben häufig ein anderer Fall, dass ich mit den Abteilungen zusammensitze und es kleinere Firmen sind und die sprechen nur Deutsch. Die können gar kein Englisch. Die können dir dann das, was sie erzählt oder was sie dir erläutern wollen, nur auf Deutsch sagen. Da bringt es dann nichts, wenn ich das auf Englisch in den Code schreiben würde. Weil ein neuer Entwickler müsste ich ohnehin mit der Fachabteilung zusammensetzen und mit denen auf Deutsch kommunizieren. Gut, noch ein Punkt. Was fällt noch auf? Die Methode macht mehrere Sachen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sonst noch was? Naja, ein Punkt ist auch, alles was du eben erklärt hast mit 5 und 1 und 9, das sind halt irgendwelche Werte, das steht halt hier nicht drin. Also irgendein Entwickler, der den Code nicht kennt, der wird sich genau das fragen und dann Angst haben, das eventuell zu ändern. Mhm, ja. Ja, und auch diese Zahlen würde ich als Konstanten geben, was macht die Klarität oben? Jetzt habe ich akustisch nicht verstanden, könntest du gerade nochmal wiederholen, bitte? Diese Zahlen, also die 5, 9, würde ich auch als Konstanten nach oben ziehen. Mhm. Mhm. Ja, das sind schon mal relativ viele Punkte, auch alle valide. Und ich habe mal hier aufgeschrieben, ich habe da immer so eine Betrachtungsweise, ich fange mal mit dem Offensichtlichen an und überlege mir, ob das dann der eigentliche Grund ist. Also klar, es ist kurz und simpel, es sind 24 Zeilen. Da stellt sich natürlich vorab die Frage, ob man sowas refactoren würde. Ob das finanziell Sinn macht, das muss man ja auch immer bewerten. Die Adaption setzt gutes Verständnis des Codes voraus. Wie ihr schon gesagt habt, also diese Zahlen, da würde ich mich schwer tun, da dran zu langen, wenn ich nicht weiß, was die bewirken, ne, warum die da sind. Das ist auf jeden Fall was, was mich auch ein bisschen daran hindern würde, da dran zu greifen. Die Fehlerlokalisierung ist schwierig. Ich kann euch jetzt schon sagen, da ist ein Bug drin. Nämlich, wenn ich hier eine Zahl reinbekäme, die gleich 0 ist. Das sehen wir später. Das kann bei der IP-Adresse jetzt nicht passieren. Aber das schauen wir später, wie auch eine 0 eigentlich möglich wäre. Die Identifizierung von Testfällen ist schwierig, weil im Prinzip, wenn ihr Tests dafür schreiben wollt, müsst ihr ja wirklich alles mal von Hand durchgehen, mal ein paar Beispielzahlen reinschreiben und schauen, wann läuft es wo rein, wann wird dieses ist-ungerade Position geändert und. Um dann quasi alles abzudecken, ist es sehr schwierig. Ne? Das sieht man auf Anhieb nicht. Neue Anforderungen bedeuten Änderungen in funktionierenden Code. Das ist so ein generelles Thema. Also ich bin der Meinung, dass man immer versuchen soll, den Code so zu schreiben, dass neue Anforderungen nur bedeuten, dass neuer Code hinzugefügt wird, nicht aber, dass bestehender Code geändert wird. Hinzu kommt auch, dass fachliche Änderungen in dem Fall bedeuten, dass ich an mehrere Zeilen dran muss. Wenn ich beispielsweise dieses Iterieren über die Zahlen verändern möchte, dann habe ich hier eine Zeile dafür, ich habe hier eine Zeile dafür und im Prinzip ist hier mit der Iteration, mit dem While auch noch was zu beachten. Das heißt, nur um das zu ändern, muss ich schon auf 3 Codezeilen, eventuell sogar mehr, zugreifen und diese anpassen. Da ist natürlich die Chance relativ hoch, dass man da auch was vergisst. Das ist so das Offensichtliche, was, denke ich, auch jetzt jedem früher oder später auffallen würde, wenn er sich damit beschäftigt. Wenn man sich jetzt aber überlegt, wie kommt denn das Ganze zustande, dann ist die Antwort die, dass es natürlich stark verschachtelt ist. Ne? Man hat eine Schleife, man hat if-else und wir reden hier jetzt nur von 23 oder 24 Codezeilen.
ihr könnt euch vorstellen, wenn es dann eine neue Anforderung hinzukommt, dann wird die Verschachtelung eventuell zunehmen. Also, dass man hier in dem if nochmal eine Unterverzweigung hätte. Das kennt, glaube ich, jeder. So Code hat man schon gesehen, der einfach über die Zeit gewachsen ist und wo dann immer neue Anforderungen hinzugekommen sind, sodass man in der Schleife, in dem if nochmal ein weiteres if, vielleicht ein select case, vielleicht enumerations. Ich weiß jetzt nicht, ob es in ABAP enumerations gibt, dass da irgendwelche Prüfungen gemacht werden. Und so wird der Code über die Zeit einfach deutlich komplexer. Und es hängt eben damit zusammen, dass so stark verschachtelt wird. Das zeigt sich logischerweise, wenn ihr mit irgendwelchen zyklomatischen Komplexitäten arbeitet, eben in der Bewertung. In dem Fall ist es 3. 3 ist jetzt so gesehen natürlich nicht hoch. Ich habe schon Code gefunden, der hatte 180 als Code-Komplexität. Aber man muss ja auch bedenken, dass das nur 24 Zeilen sind. Ja. Dann die Übersetzung von fachliche und auf technische Aspekte ist notwendig. Vice versa, also auch umgekehrt. Sprich, wenn ich mit der Fachabteilung kommuniziere, die Fachabteilung gibt mir den Algorithmus vor, dann muss ich immer erst im Kopf übersetzen, was ist das jetzt in Code? Und wenn ich den Code der Fachabteilung erklären will, muss ich wieder im Kopf das Ganze übersetzen. Schön wäre, wenn man den Code so lesen kann, wie es einem die Fachabteilung in ihrer natürlichen Sprache mitteilt. Daher auch jetzt hier der Ansatz, das auf Deutsch zu schreiben. Ja. Das sind aus meiner Sicht die zwei wesentlichen Gründe, wie es überhaupt zu diesem Problem mit dem Code kommt. Ich habe hier mal beispielhaft, wir hatten hier, ich hoffe, ihr könnt es lesen, wenn nicht, müsst ihr das sagen, ich mache das hier gleich mal noch größer. Hier links haben wir, Entschuldigung, wir waren weiter oben, hier links hatten wir vorhin kurz erläutert, wie der Algorithmus funktioniert. Ne? IP zur Ganzzahl umwandeln, Ganzzahl in Ziffern zerlegen, über Ziffern iterieren, etc. etc. Wenn ich das aber fachlich betrachte, wäre beispielsweise Durchlaufschleife größer, solange 0, nimm Modulo 10, multipliziere mit 3, wenn ein Indikator das vorgibt, etc. Da ist dieser Match zwischen technisch und fachlich relativ stark, wo man dann eben immer im Kopf übersetzen muss, wenn man es mit der Fachabteilung durchgeht. Wir werden am Ende mal den Code anschauen, wie er dann ist, und werden das einfach mal nochmal nachsprechen, werden sehen, der Code stellt sich genauso dar, wie ich es mit meiner Sprache auch ausdrücken würde. So, das Wie haben wir jetzt geklärt und jetzt ist die Frage, ja, warum kommt es denn zu diesen Problemen? Die Domänensprache ist unzureichend. Ich weiß nicht, kennt ihr, habt ihr euch schon mal mit Domain-Driven Design beschäftigt? Sagt es jemandem was? Ja, haben wir schon. Genau. Im Domain-Driven Design ist ja diese Ubiquitous Language, so das die allgegenwärtige Sprache, ist so das zentrale Thema. Und meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, je besser man das mit der Fachabteilung zusammen pflegt, desto besser ist auch der Code verständlich. Man muss ja immer dran denken, häufig muss man einen Code erst wieder nach ein paar Monaten, vielleicht sogar nach mehreren Jahren. Und dann ist schwierig, da nochmal das Ganze zu verstehen. Was ich aber immer habe, ist die Fachabteilung, die ja genau weiß, wie sie arbeitet und was sie haben möchte und wie es sein soll. Das heißt, ich kann sehr einfach bei der Fachabteilung nachfragen, ja Leute, wie soll das Programm eigentlich laufen? Das können die dir in einfachen Worten sagen. Schwieriger wird es, wenn du den ganzen Code, sagen wir jetzt mal, wir reden hier von 1000 Codezeilen oder 2000 Codezeilen, den zu verfolgen, wenn der dann sehr technisch geschrieben ist, ohne dass da irgendwas sich mit der Fachabteilung deckt, wird es schwierig, das Ganze nochmal zu verstehen. Dann, es werden hier unterschiedliche Aspekte miteinander gemischt, das kam auch schon von einem von euch, die Domäne und die Infrastruktur sind da extrem miteinander vermischt. Und welchen Nachteil hat es? Im Kleinen ist es natürlich nicht so schlimm. Im Großen ist es so, Infrastruktur wird wiederverwendet. Ein typischer Fall ist ein OR-Mapper. Es gibt ja zig OR-Mapper auf dem Markt. Das ist deshalb möglich, weil OR-Mapping einfach ein infrastrukturelles Konzept ist, was unabhängig davon ist, was fachlich umgesetzt werden soll. Domänencode hingegen, der wird nicht wiederverwendet, denn... Also jetzt zum Beispiel, ich arbeite an einem ERP-System für ein mittelständisches Unternehmen mit. Die haben ihre internen Prozesse genau so gemacht, wie sie intern arbeiten. Also sprich, wir implementieren das genau so, wie deren Arbeitsvorgänge ist. Und es ist in der Firma natürlich anders als in anderen Firmen.
diesen Domänencode würde man nur erweitern, sprich, neue Anforderungen kommen hinzu, vielleicht hat sich die Gesetzeslage geändert, dann muss das angepasst werden. Aber die Domäne an sich wird eigentlich nicht wiederverwendet. Ich würde jetzt nicht zum Kunden Y gehen und dem das Gleiche quasi geben, sondern ich müsste bei dem die Domäne neu implementieren. Die Infrastruktur hingegen, die möchte ich so gut es geht mitverwenden. Ja, also wie gesagt, dieses Beispiel OR-Mapper, es könnte auch Logging und so weiter, das sind ja alles infrastrukturelle Konzepte, die eigentlich in jeder Applikation in irgendeiner Form gebraucht werden. Nennt sich auch Separation of Concerns. Dann, wir haben keine Modularisierung. Das hängt natürlich stark mit Separation of Concerns zusammen. Dahinter steckt auch das Open-Close Principle. Für denjenigen, den es nicht sagt, im Prinzip ist das, was ich vorhin schon gemeint hatte, nämlich, dass man bei neuen Anforderungen einfach nur eine neue Klasse hinzufügen sollte, um Verhalten zu ändern. Nichts anderes ist das Open-Close Principle. Es sagt, man soll gegenüber Veränderungen offen sein, gegenüber Veränderungen geschlossen sein, aber gegenüber Erweiterungen offen. Ja. Dann haben wir natürlich auch kein defensives Design. Defensives Design grenzt sich immer noch mal von defensivem Code ab. Habt ihr vielleicht schon mal was von gehört? Defensiver Code prüft beispielsweise am Anfang alle Eingabeparameter, ob die valide sind und ob die korrekt sind. Also beispielsweise, ob mir null übergeben wurde, ob mir also hier in dem Fall keine gültige IP-Adresse übergeben wurde. Das ist defensiver Code. Den können die meisten Entwickler relativ gut schreiben, weil sie wissen, was sind zulässige Wertebereiche und. An manchen Stellen wird es vergessen, da tritt dann ein Bug auf, wenn in ganz bestimmter Konstellation irgendein Wert entsteht. Aber defensives Design geht nochmal einen Schritt weiter. Defensives Design hat als Ziel, dass überhaupt keine falschen Werte entstehen können. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wenn keine falschen Werte entstehen können, wenn ich immer davon ausgehen kann, alles, was ich bekomme, ist gültig. Und ich kann auf gültigen Objekten auch nur gültige Transformationen machen. Dann spare ich mir erheblich Code, diesen defensiven Code, der immer wieder prüft, ist was gültig. Weil wenn man sich vorstellt, ich gehe von einer Methode in die nächste und dann wieder in die nächste und übergebe jedes Mal den gleichen Parameter, dann müsste ich in jeder Methode wieder prüfen, ist das Objekt gültig. Wenn ich aber als Voraussetzung schon habe, dass das Objekt immer gültig ist, wenn ich es bekomme, spare ich mir das an jeder Stelle. Das ist der Unterschied von defensivem Code zu defensivem Design. Problemverständnis fehlt. Damit ist eigentlich gemeint, dass häufig den Entwicklern nicht klar ist, was kann ich eigentlich alles mit meiner Programmierplattform machen. Sprich, müssen sie viel drumherum entwickeln, weil ihnen viele Konzepte nicht ganz klar sind. Und auch das Problemverständnis im Sinne von, man wird jetzt nicht erkennen, dass hier, sagen wir jetzt mal, verbesserungswürdiger Code steht. Ihr habt ja vorhin jetzt viele Argumente genannt, euch ist es klar, aber ich komme häufig auch in Firmen rein, da ist einfach dieses Verständnis, diese Sensibilisierung für was ist gut, was ist nicht so gut, fehlt einfach. Ja? Mal ganz abgesehen davon, dass häufig eben auch die eigene Plattform nicht richtig verstanden wird. Wenn man zum Beispiel nicht versteht, dass hinter einem objektrelationalen Mapper eine Identity Map liegt, dann wird einem nicht klar sein, wann man in Caching-Probleme reinläuft. Ja. So, das mal so zur Theorie. Wenn ich Code refactore, also wie gesagt, steht als erstes Code verstehen, dann den Code bewerten. Es kann ja bei der Bewertung rauskommen, dass ich sage, wirtschaftlich macht es keinen Sinn, das Ganze zu optimieren. Es kann auch sein, dass es im Code so eine Art Blackboxen gibt, das hatte ich auch schon. Wenn zum Beispiel auf alte Systeme noch zugegriffen wird oder Legacy Code, also VB6, wenn in .NET VB6 Code aufgerufen wird, den kann ich natürlich nicht refactoren. In den Fällen gehe ich häufig her, mache eine Implementierung, die nenne ich Blackbox. Die hat dann nur als Interface den Kontrakt und im Hintergrund ruft es natürlich dann das Legacy System auf. Das habe ich wirklich als Blackbox benannt, dass mir klar ist, okay, an dem kann ich nichts refactoren, das muss ich nehmen, wie es ist. Aber ich möchte wirklich diesen Teil, der ins Legacy-System überführt, möchte ich getrennt haben. Ja, das werden wir heute uns nicht anschauen, das wäre einfach zu viel. Uns geht es jetzt nur um so, sagen wir mal, vermeintlich einfachen Code, der auch keinen Legacy-Bestandteil enthält. So, und als dritten Schritt
gehe ich immer zuerst her, bevor ich Code überhaupt anfasse. Ich sichere den Code ab. Sprich, wenn es noch keine Tests gibt, schreibe ich Tests. Jetzt kann man natürlich unterscheiden, schreibt man Unit-Tests, schreibt man Integrationstests. Generell gilt bei solchen Algorithmen oder auch bei größerem Code, dass man lieber Integrationstests schreibt. Nur weil unterschiedliche Unit-Tests korrekt sind, heißt ja nicht, dass der Prozess an sich gültig ist. Da lieber Integrationstests schreiben, wenn man an Code-Refactoring geht, dass klar ist, dass der eigentliche Use-Case von der Fachabteilung auch gültig ist. Ja? Hinzu kommt, dass man häufig die Unit-Tests anpassen müsste, weil das Code-Refactoring ja noch ansteht. Daher lieber eine zentrale Schnittstelle und auf die den Integrationstest anwenden. Sonst habt ihr beim Code-Refactoring relativ viel Aufwand, immer wieder die Unit-Tests anzupassen. Und ein ganz einfacher Punkt, der mir schon sehr viel gebracht ist, einfach mit Git-Tags erstmal arbeiten. Also wirklich taggen, hier ging es Refactoring los, das ist der valide Stand, das muss später auch noch so funktionieren. Da ist doch Git eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit. So. Code Refactoring, mir geht es jetzt primär darum, Domäne und Infrastruktur voneinander zu trennen und das Ganze leserlicher zu machen. Da wir heute nicht so viel Zeit haben, habe ich jetzt auf Live-Coding verzichtet. Ich habe die einzelnen Commits sehr feingranular gemacht und ich habe hier ein kleines Skript, was jetzt jeden Commit nacheinander durchgeht und dann schauen wir uns die Änderungen an. Code verstehen. Ich habe hier jetzt das, was ich rausgelesen habe, was wir auch gerade vorhin schon besprochen haben, habe ich hier mal als Kommentar hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr das wieder durchgeht, könnt ihr euch da nochmal anschauen, wo wir eigentlich gestartet haben und was eigentlich der Algorithmus im Detail gemacht hat. Jetzt bewerte ich den Algorithmus und jetzt habe ich hier mal diese Unterscheidung gemacht. Was ist Infrastruktur, was ist Domäne? Das können wir mal kurz durchgehen. Das Konvertieren von einem String in eine Zahl ist ganz sicher Infrastruktur. Ja, das sieht man auch hier, dass mir das Framework da einiges mitgibt, um das Ganze zu machen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Das Iterieren an sich, also Schleifen und so weiter, ist logischerweise auch Infrastruktur. Das ist jetzt vielleicht nicht so ersichtlich. In dem Fall gehen wir ja hin und möchten aus einer Zahl, also zum Beispiel 1010, möchten wir einzelne Ziffern bilden. Das ist aus meiner Sicht Infrastruktur. Warum? Das Konzept, dass man eine Zahl in Ziffern zerlegt, ist sicherlich nichts domänenspezifisches. Das kann ich an vielen Stellen gebrauchen und benutzen. Deswegen habe ich gesagt, das wäre für mich eine Infrastruktur. Die Zahl oder der Wechsel dann zwischen, ich bin an einer geraden Stelle, an einer ungeraden Stelle, das ist sicherlich Teil der Domäne. Denn die Fachabteilung hat mir ja gesagt, den Algorithmus musst du so und so berechnen. In dem Fall wäre es wahrscheinlich nicht eine Fachabteilung, sondern eher irgendein Mathematiker, der mir sagt, wenn du das richtig prüfen willst, also dass du da quasi mathematisch alle Fehler aufdecken kannst, im Sinne von, wenn ein Tippfehler beispielsweise in einer Rechnungsnummer drin ist oder in dem Fall in einer IP-Adresse, dann musst du das so und so machen. Das heißt, da hätte mir ein Mathematiker gesagt, du musst abwechselnd Stelle 1, Stelle 2, Stelle 3 einmal mit 5 multiplizieren und einmal mit 1 multiplizieren. Das ist sicher was Domänenspezifisches. Deswegen habe ich diese Information, wo ich bin und wie ich das multiplizieren muss, als domänenspezifisch herausgegriffen. 5 hattet ihr vorhin auch schon gesagt, ihr tut euch schwer damit, dass es hier feststeht. Da müsste man klären, oder das ist meiner Meinung nach was zu parametrisieren ist. Das Addieren und Multiplizieren wiederum ist Infrastruktur. Das mache ich hier noch von Hand. Wir werden nachher sehen, wie einfach das eigentlich das Framework für mich abnimmt. Auch hier, dieser Teil gehört ja zu dieser Schleife, beziehungsweise hier zu dem Zerlegen der Zahl in die Ziffern. Das heißt, das ist auch Infrastruktur. Das Wechseln von gerade in ungerade Position ist wieder Domäne. Genauso wie die 9 ein Parameter ist, den man mitbekommt. Und das Modulo nehmen auch zur Domäne gehört, ne? Weil der Mathematiker hat mir gesagt, und am Schluss musst du noch die Restwertdivision machen. Das heißt, das hätte ich auch wieder von ihm gesagt bekommen. Ja? Damit habe ich mal die Unterscheidung, wie wir jetzt schon sehen, hier ist Infrastruktur-Domäne gemischt. Und dann haben wir noch unterschiedliche Arten von Infrastruktur. Das heißt, das möchten wir jetzt alles in die einzelnen Bestandteile, die zusammengehören, zerlegen. Code absichern. Da habe ich jetzt Tests hinzugefügt.
ist im Prinzip relativ easy. Ich mache meine Range. Hat jeder schon Tests geschrieben? Ist so TDD bekannt? Ja, würde ich schon sagen. Gut. Also im Prinzip, ein Test gliedert sich ja ins Arrange, ins Act und Assert. Im Arrange bereite ich alles vor, im Act führe ich dann die zu testende Logik aus. Und im Assert prüfe ich, ob der erzeugte Wert oder das Ergebnis von meiner Operation auch dem entspricht, was ich erwarten würde. Genauso habe ich das benannt. Ich habe auch eine IP-Adresse. Ich erwarte, dass dafür die Prüfziffer 7 ist. Lass das dann auch ausführen und gleiche das ab, ob das dem entspricht, was ich erwartet hätte. Jetzt habe ich dann mehrere Testfälle. Ich habe einmal für ein Klasse C-Netz, einmal für ein Klasse B-Netz-Adresse und einmal für eine Klasse A. Und als guter, zum guten Schluss habe ich dann auch noch eben die quasi den Negativfall, der wird häufig auch vergessen, dass geprüft wird. Hier habe ich jetzt einen Doppelpunkt, keinen Punkt, das ist keine gültige IP-Adresse, das muss man natürlich auch abfangen und gucken, wie sich das Programm verhält. Ne? Jetzt ist noch ein Punkt, ich finde, die Tests kann man noch ein bisschen verbessern. Das heißt, wenn ich schon Refactoring betreibe, möchte ich auch, dass ich die Tests, die ich hinzufüge, dass die natürlich auch gut programmiert sind. Also wie man sieht, meine Tests sind in der Regel um die 10 Zeilen. Wenn sie länger sind, dann muss man schon ein bisschen sich überlegen, ist der Test tatsächlich gut oder muss ich den Test selbst nochmal anpacken. Ich habe jetzt die Tests nochmal refactored, weil man sieht ja, ich mache immer das Gleiche, sprich ich wiederhole mich und müsste dann, wenn ich den Test anpassen möchte, muss ich alle Tests einzeln nochmal anpacken. Deswegen habe ich die Tests ein kleines bisschen aktualisiert. Es gibt natürlich noch den Negativfall und die Positivfälle. Das bietet mir jetzt das Framework. Ich weiß nicht, wie das bei ABAP beispielsweise ist, aber da kann man auch einfach sagen, wenn der Test immer gleich aussieht und sich nur bei den Werten unterscheidet, dann kann ich das Ganze parametrisieren. Ja, das ist einfach eine Framework-Spezifika. Vielleicht gibt es bei euch, dann könnt ihr euch nämlich das sparen, dass ihr da ständig Code wiederholt im Test, weil sobald ihr dann eine Anpassung macht, müsst ihr halt 10 Tests anpassen. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Und was ich auch gerne in Tests mache, ist das hier. Vom Refactoring kann es ja sein, dass sich die API ändern wird. Deshalb habe ich hier jetzt mal die API fix gemacht. Was sagt die API? Die sagt mir, ich bekomme einen String rein und gebe ein Integer zurück. Eigentlich hätte auch ein Byte gereicht, weil es ist ja nur eine Ziffer, die zurückgegeben wird. Ist es mal aber egal. Ich kriege einen String rein und gebe ein Int zurück. Jetzt werde ich hier vieles refactoren, damit ich aber die Tests nicht anpassen muss oder an zig Stellen anpassen muss, habe ich mir einfach hier eine Factory gebaut, die diese API konstant hält. Das heißt, wenn ich an der API was anpassen würde, würde ich nichts anderes machen, wie hier drin das ändern. Dadurch bleibt es über die ganze Zeit konstant und ich muss wesentlich weniger anpassen. Das ist ein genereller sagen wir mal, Tipp an euch, bevor ihr ans Refactoring geht, schreibt euch erstmal eine Abstraktion, die API konstant hält, damit ihr da nicht ständig wieder dran greifen müsst. Und wenn dann sich tatsächlich was ändert, dann wird man das nur hier machen. Vielleicht kurz zum Verständnis, das ist was C-Sharp-spezifisches, gibt es aber in anderen Programmiersprachen auch, das ist ein Delegate. Der Delegat sagt einfach nur, ich erwarte einen String und gebe ihn zurück. Ja, also genau das, was wir uns gerade angeschaut haben. Ja. Gut, dann ist der Code abgesichert. Jetzt können wir dran gehen, den Ganzen zu optimieren. Hier habe ich erstmal die IP-Konvertierung und zwar gehe ich beim Refactoring immer her und mache erstmal, häufig ist ja eine Klasse, die relativ groß ist, häufig sehe ich so 500 Zeilen und dann gehe ich zunächst einmal her, bevor ich zig neue Dateien oder Klassen erzeuge. Ich mache einzelne Funktionen aus dem Ganzen. In dem Fall habe ich jetzt eben diese Konvertierung zu einer Zahl als separate Funktion gemacht. Das dürfte, glaube ich, alles nachvollziehbar sein. Ich habe jetzt hier auch noch ein kleines bisschen Verbesserungen eingeführt, indem ich zum Beispiel, es gibt ja die IP-Adresse als Datentyp schon. Dann lasse ich den meine Validierung machen, ob es eine valide IP-Adresse ist und erst im Nachgang verändere ich dann den String. Ja. Nichts Großartiges, einfach nur mal als erstes die Methode rausgezogen, weil es kam von euch ja auch schon. Das hat sicherlich jetzt nichts mit dem Rest zu tun. Ne? Ideal wäre ja eigentlich, wenn ich hier schon eine Zahl reinbekommen würde. So, dann bin ich an das Thema
Ganzzahl in Ziffern zerlegen gegangen. Da haben wir ja vorhin gesehen, das war komplett verstreut. Ich hätte, um diese Anforderung anzupassen, an mehrere Codezeilen gehen müssen. Und um das Ganze zu vereinfachen, habe ich jetzt mal alles rausgezogen, denn ich kann ja hergehen und sagen, statt dass ich in der While-Schleife drüber iteriere, nämlich ich habe hier zum Beispiel die Zahl 129, 168 und die möchte ich jetzt zerlegen in 1,9, 2, ne? Das hier. Statt es jetzt jedes Mal zu machen und in der Schleife dann meine Operationen auszuführen, habe ich gesagt, ich ziehe das alles nach vorne und mache als erstes diese Splittung von Ziffern und arbeite dann über diese einzelnen Ziffern drüber. Ne? Hier sieht man es dann. Das ist jetzt keine While-Schleife mehr, sondern eine For-Each, weil ich dann über jede einzelne Ziffern direkt drüber kann, ohne nochmal selbst in der Schleife Anpassungen machen zu müssen. So gesehen habe ich jetzt mal gewonnen, dass der Code, der dafür überhaupt zuständig ist, dass der an einer Stelle steht. Ja, ich habe das hier rausgezogen, habe es ganz an den Anfang gemacht und habe im Prinzip schon aus meiner Sicht deutlich mehr erreicht, obwohl es eine kleine Anpassung ist. Und zwar habe ich da jetzt auch wieder eine eigene Funktion draus gemacht. Ne? Ziffern aus Ganzzahl, habe die gleich so benannt, wie das, was eigentlich ja auch dahinter steckt. Ich möchte aus einer Ganzzahl Ziffern generieren und bekomme dann eben eine Liste oder in dem Fall eine IEnumerable, ist eine Sequenz. Ich sage dann immer gern Sequenz, weil Sequenz hat nicht zwingend ein Ende. Eine Liste hört sich schon so an, als wäre es fix definiert. Ne? Es hat zum Beispiel 10 Elemente. Eine Sequenz heißt einfach, ich kriege da Zahlen, eine Zahlensequenz zurück und kann die dann verarbeiten. Wie lang die ist, keine Ahnung. Ne? Hab das jetzt auch wieder als separate Funktion. Ne? Jetzt haben wir schon zwei Funktionen mal raus extrahiert. Einmal diese IP-Konvertierung und einmal das Konzept aus einer Ganzzahl Ziffern zu machen. Das verwende ich jetzt hier direkt. Das heißt, die Infrastruktur ist schon mal raus. So, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Er sieht hier relativ einfach aus. Wir werden das auch im zweiten Codebeispiel noch brauchen. Ich habe hier jetzt nur einmal eingefügt. Das war die einzige Änderung in diesem Commit. Ganz häufig geht es ja beim Refactoring drum und bei Wiederverwendbarkeit zu schauen, wo sind Symmetrien. Ne? Also welcher Code-Teil ist gleich und wo ist der Unterschied. Mir ging es jetzt hier darum, nur zu zeigen, dass hier im Prinzip alles gleich ist, bis auf den Faktor, mit dem die Ziffer multipliziert werden muss. Deswegen habe ich hier das mal eingefügt, damit jedem das gleich sichtbar ist. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, es muss mit 1 multipliziert werden, hat es aber nicht explizit hier stehen. Ganz häufig ist der Trick nur, das Muster zu erkennen. Und das Muster zu erkennen ist häufig deshalb schwierig, weil implizite Sachen gar nicht hingeschrieben sind. Wenn man die impliziten Punkte explizit hinschreibt, dann ist es viel einfacher, das Muster zu erkennen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in defensives Design. Jetzt sehen wir gleich, welchen Vorteil das hat, dass ich dieses Muster habe. Meine Schleife ist auf 2 Zeilen gekürzt. Wie habe ich das Ganze gemacht? Hier wieder noch in der gleichen Methode. Später extrahiere ich es wieder als separate Methode. Aber durch diese Symmetrie habe ich gesehen, okay, es muss abwechselnd mit 5 und mit 1 multipliziert werden. Da hatte ich auch eine Logik, die diesen Switch einmal mal 5, einmal mal 1 macht. Bei defensivem Design versucht man, wie gesagt, konzeptionell solche Probleme zu lösen. Und ich bin hergegangen, habe gesagt, ja, was wäre es denn, wenn ich eine endlose Sequenz von abwechselnd 5 und 1 hätte? Wieder das mit der Begriff Sequenz, nicht Liste. Ne? Ich habe einfach beliebig lang abwechselnd 5, 1, 5, 1, 5, 1. Ne? Und muss einfach nur bei jedem Schleifendurchgang mir den nächsten Multiplikator holen. Ich habe es auch Gewichtung genannt. Ne? Gewichtung der einzelnen Stellen. Und wie man hier sieht, habe ich einfach mal das ein paar Mal hintereinander geschrieben. Das werden wir natürlich beim nächsten Refactoring noch optimieren. Aber generell weiß ich, dass eine IP-Adresse, zumindest eine IPv4-Adresse, hat ja hat 4-mal 3 Ziffern und genau so viele abwechselnde 5-1-Kombinationen habe ich hier auch drin. Und dann mache ich in jedem Schleifenvorgang, hole mir die 5, nehme diese 5 und multipliziere sie mit der aktuellen Ziffer. Wieder die nächste Schleife.
Hol dir die 1, multipliziere es mit der aktuellen Ziffer. Hol dir die 5, multipliziere es mit der aktuellen Ziffer. Relativ einfach. Ja? Jetzt habe ich also dieses komplette if-Konstrukt raus. Da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Jetzt refactoren wir das Ganze. Wir extrahieren es in eine separate Methode, optimieren die Methode ein bisschen. Hier habe ich meine Gewichtungen. Ich mache das gerade mal ein bisschen klein alles, dass wir uns aufs Wesentliche fokussieren können. Das ist jetzt einfach so ein kleiner Trick. Den könnt ihr natürlich mit jeder Programmiersprache machen. Man hat eine Endlosschleife und in der Schleife, zeige ich das mal beispielhaft, als erstes habe ich eine 5, ne? Ich starte mit 5, gebe diese 5 zurück. Wenn ich das nächste Mal in diese Endlosschleife reinspringe, mache ich 6, 6 minus 5, Entschuldigung, 5 ist 1, also gebe ich die 1 zurück. Dann komme ich wieder in die Schleife, dann steht aktuell da 6 minus 1 ergibt 5. Dann komme ich wieder in die Schleife und dann kommt genau das gleiche wie oben, nämlich 6 minus 5 ist wieder 1 und so weiter. Jetzt muss ich euch nur ein bisschen das Sprachkonstrukt erklären, das Yield Return, das könnt ihr euch so vorstellen. Im Prinzip ist das Ganze nichts anderes als das Iterator-Pattern. Das Yield-Return erlaubt mir, asynchron rauszuspringen und an der Stelle wieder reinzuspringen. Sprich, ich hole die erste Zahl, verwende die, sobald ich die nächste anfrage, springt es an der gleichen Stelle wieder rein und macht es weiter. Das könnt ihr aber problemlos in der Eigenprogrammiersprache auch nachbauen. Ihr könnt ja eine Methode machen, die einfach eine lokale Variable immer wieder setzt. Ja, dann habt ihr zum Beispiel hier in der lokalen Variable nächste Gewichtung. Ja, wir fangen mit 5 an und ich würde jetzt in der Methode einfach wieder die nächste Gewichtung setzen und würde sie dann zurückgeben. Und sobald man immer wieder auf die Methode zugreift, setzt die nächste Gewichtung, gibt es zurück. Und das Konzept ist einfach das, dass man 6 minus 5, dann bleibt 1 übrig. 6 minus 1, dann bleibt 5 übrig. Das ist ein kleines bisschen kompliziert. Habt ihr das verstanden? Ich habe jetzt leider akustisch das nicht gehört. Prinzipiell verstanden. Ich würde es trotzdem anders machen. Okay. Also wie gesagt, das könnt ihr auf jeden Fall in der Eigenprogrammiersprache nachbilden. Wichtig ist ja nur, dass ihr eine endlose Zahlensequenz von abwechselnd 1, 5, 1, 5, 1, 5 bekommt. That's all. Ja, wie ihr das dann macht, ist ja egal. Mir ging es nur um das Konzept, dass man eine Sequenz aus 5, 1, 5, 1 hat, damit man keine If-Schleife braucht. Was ihr jetzt nicht seht, als ich das programmiert habe, habe ich natürlich nach jeder Iteration wieder die Integrationstests ablaufen lassen und gucken, dass das stimmt, ne? Ist klar. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten die Summierung in der Schleife direkt drin, also sprich dieses Plus-Gleich, wo ich auch am Anfang gesagt habe, das ist für mich Infrastruktur. Statt jetzt in der Schleife jedes Mal zu summieren, habe ich gesagt, ich führe die Multiplikation aus und füge das in eine Liste hinzu. Und erst am Schluss mache ich die Summierung mit der Summenfunktion. Da sieht man jetzt noch nicht ganz den Vorteil. Ich könnte natürlich weiterhin hier drin die Summierung machen. Da kommen wir gleich dazu, was davon der Vorteil ist. Wichtig ist jetzt, ich habe die Summierung ganz ans Ende gezogen. Ich mache nur einmal eine Summierung. Ich mache die nicht bei jedem Schleifendurchgang, sondern erst am Ende. Ja? Indem ich einfach nur die Multiplikationsergebnisse mir in eine Liste speichere. So, jetzt sieht man, warum ich das gemacht habe. Denn dadurch, dass ich jetzt hier nicht mehr summieren muss, ging es ja nur darum, zwei Zahlensequenzen miteinander zu multiplizieren. Also ich habe die Zahlensequenz 1,9,2,1,6,8, machen wir es mal so. Und die Zahlensequenzen. Und was ich eigentlich haben möchte, ist jetzt das 1 mal 5, 9 mal 1, 2 mal 5, also immer hier die erste Zahl mit der, hier die zweite mit der zweiten und so weiter. Also quasi abwechselnd immer miteinander multipliziert. Und ich hatte am Anfang gesagt, als wir das analysiert haben, das ist für mich Infrastruktur, die Multiplikation und die Summierung. Und weil das Infrastruktur ist, hat es Microsoft auch schon
als Methode im Framework bereitgestellt. Wenn ihr das nicht als Methode bei euch in ABAP beispielsweise habt, ist ja auch nicht schlimm, dann macht ihr euch einfach eine Methode dazu, die euch das künftig macht. Und zwar hat Microsoft eine Methode, der man zwei Sequenzen übergibt. Was für Sequenzen ist egal, es muss nicht zwingend eine Zahl sein. Und man sagt dieser Methode, was soll denn mit jeweils den Elementen aus diesen zwei Sequenzen gemacht werden. Das teile ich hiermit, indem ich sage, multipliziere die Ziffer mit der Gewichtung. Ne? Ich habe hier, das hier ist Sequenz 1. Schreiben wir mal hin. Erste Sequenz. Dann die Gewichtungen. Ist die zweite Sequenz. Und als dritte Information braucht jetzt diese ZIP-Methode die Info, wie mit diesen Elementen aus den einzelnen Sequenzen umgegangen werden soll. Und da sage ich einfach, nimm aus Sequenz 1 das Element und multipliziere Sequenz 2. So. Das Einzige, was jetzt ein bisschen unschön ist, ist, dass diese Methode ZIP heißt. Die könnte man auch dann nennen, beispielsweise, kombiniere Elemente, beispielsweise, könnte man es nennen. Microsoft hat es ZIP genannt. Da haben wir es jetzt Englisch. Ne? Infrastruktur habe ich wirklich gar keine Schmerzen, mit das Englisch zu machen, weil Infrastruktur, wie gesagt, wiederverwendet werden kann. Aber die Domänenbegriffe möchte ich in der Sprache der Fachabteilung halten. Wenn die Fachabteilung Englisch ist, dann mache ich das auch auf Englisch. Aber in dem Fall habe ich es häufig, dass es Deutsch ist und da schreibe ich tatsächlich den Domänencode auf Deutsch und die Infrastruktur auf Englisch, habe also gemixten Code. Das finden auch viele unschön. Das kann ich nachvollziehen. Ich tat mich anfangs auch schwer damit, habe aber inzwischen einfach die Benefits davon, die mich überzeugt haben. Gut, ist das klar mit diesem Zippen? Also das fachliche Konzept ist relativ easy und Microsoft oder das Framework stellt in dem Fall einfach schon eine Methode bereit. Ansonsten hätte ich mir selbst so eine Methode programmiert, die dann abwechselnd Elemente aus diesen zwei Sequenzen miteinander kombiniert. Wie es kombiniert, habe ich hier geschrieben, multipliziere.